Hallo, ihr fabelhaften Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017 und ganz herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen, die jetzt im September Geburtstag haben. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorff und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, zum Beispiel ein Geburtstagshoroskop, ein Solar für euer neues Lebensjahr, würde sich ja anbieten, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder direkt über meine Homepage eine Beratung buchen unter www.antonialangsdorff.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr auch 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wie das funktioniert, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Bis zum 20. September steht die Venus, eure Herrscherin, günstig für euch. Das ist toll zum Flirten, Feiern und um Freundschaften zu pflegen. Interessant wird der Monat auch für Waagen, die spirituell unterwegs sind, denn viele Planetenkräfte aktivieren eure innere geistige Führung. Also, wenn euch nach Rückzug zumute ist und ihr gerne meditieren möchtet, dann ist das aus kosmischer Sicht ganz normal und ihr solltet diesen Eingebungen folgen. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, das heißt mit den Aspekten, die langfristig auf euch einwirken. Und da ist die Konjunktion mit Jupiter, mit dem Glücksplaneten, der steht für euch im ersten Haus. Und macht euch beliebt und interessant und erfolgreich und verleiht euch eine tolle Ausstrahlung. Das ist ein super schöner Aspekt und den genießen diesen Monat die Geburtstagskinder vom 16. bis 22. Oktober. Manche Waagegeborenen haben sich bei mir beschwert und haben gesagt: Mensch, der schöne Jupiter-Einfluss, ich merke den gar nicht so. Wie kommt das denn? Das liegt dann wohl daran, dass diejenigen mit dem harten Einfluss von Pluto zu tun haben. Der steht hier im Steinbock und damit in der Spannung zur Waagesonne oder überhaupt zum Waage-Sternzeichen. Und Jupiter und Pluto hatten noch im August einen Aspekt miteinander, haben also gleichzeitig auf euch eingewirkt. In diesem Monat ist es so, dass diejenigen, die den Jupiter haben, das eher unbeschwerter genießen können, während diejenigen, die jetzt das Pluto-Quadrat haben, das sind die Geburtstagskinder vom 9. bis 12. Oktober. Und Pluto ist halt eine Wachstumskrise. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist im Leben, große Veränderung, für manche auch ein Verlust, aber es kann auch ein riesiges neues Projekt sein. Und das ist mit großen Anstrengungen verbunden und fordert euch halt sehr stark heraus, dass ihr bis an eure Grenzen gehen müsst. Und hier im Sonnenhaus der Familie kann das also was damit zu tun haben, mit Familienmitgliedern, eben auch mit Verlusten. Es kann aber zum Beispiel auch so ein Projekt sein. Ich kenne einen Waagemann, der ist auch noch mit einer Steinbockfrau verheiratet und die haben sich jetzt ein Haus gekauft und das ist eine riesen Baustelle. Ja, es ist alles viel mehr, viel anstrengender als gedacht. Und das sind eben so typische Sachen, die passieren können mit Pluto. Man nimmt sich was Großes vor und dann löst es aber doch eine Krise aus. Nur, ihr müsst einfach wissen, es ist wie im Chinesischen, da ist Krise, das gleiche Wort wie Chance. Und Pluto möchte eben einfach auch, dass ihr durch diese Herausforderung wachst und stärker werdet. Das müsst ihr euch immer vor Augen halten, wenn es halt mal gerade sehr, sehr anstrengend ist. Und diesen Monat ist es auch noch so, dass Pluto nach längerer Rückläufigkeit wieder direktläufig wird und dadurch es zu einer Verstärkung aller Pluto-Themen kommt. Also wenn ihr sehr stark unter Druck steht in diesem Monat, hat das damit zu tun. Aber wie gesagt, behaltet den Kopf oben, denn letztlich, wenn ihr dann zurückblickt auf diese Phase, werdet ihr sehen, dass ihr da sehr viel dazu gewonnen habt für euch an Persönlichkeit, an Stärke und auch an Einfluss. Genau. Und dann haben wir noch den Aspekt zu Lilith, das ist ein Sextil für euch im dritten Haus und zu Saturn. Auch sehr interessant, das ist vor allen Dingen interessant für kreative Waagen, die vielleicht auch schreiben, weil es im Haus des Schreibens ist. Lilith ist eine große Kreativität und Saturn ist eine Manifestationskraft. Also jetzt kann euch einiges gelingen, wenn auch unter großer Anstrengung, aber dafür ist es dann wahrscheinlich auch besonders gut, was ihr da leistet. Und die beiden Aspekte wirken ähnlich. Also diejenigen, die mit Lilith zu tun haben, sind die Geburtstagskinder vom 15. bis 19. Oktober und die mit Saturn vom 14. bis 17. Oktober. Es überschneidet sich also noch ziemlich. Genau, und dann haben wir schließlich noch die Opposition zu Uranus. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Der geht ja schon seit einigen Jahren durch euer Partnerhaus. Und Uranus bringt Veränderungen, trennt.
Der ändert den Status quo, ne? Also für manche Wagen, die in einer Beziehung sind, die sich vielleicht einfach auch überlaufen hat, bringt er eine Trennung, für andere bringt er ihm einen neuen Partner. Und man kann mit diesem Aspekt am besten umgehen, indem man eben wirklich bereit ist, sich zu verändern oder auch was in der Beziehung zu verändern. Toll ist es natürlich, um neue Leute kennenzulernen. Und diesen Aspekt haben in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 20. bis 23. Oktober. Jetzt steht der Uranus aber in dem Halbquadrat zu Neptun, das wollte ich noch erwähnen, das ist auch noch wichtig. Wenn ihr also jemanden kennenlernt, besonders über Internet-Dating, passt doppelt auf, weil die allgemeine Neigung, sich anders darzustellen, als man wirklich ist, über Internetplattformen, ist besonders erhöht zurzeit. Deswegen bei neuen Bekanntschaften bitte meine 90-Tage-Regel anwenden. Das heißt, trefft euch möglichst schnell, aber lasst euch danach dann ein bisschen Zeit, die Person genauer kennenzulernen, weil das sich eben nach Ablauf von 3 Monaten auch noch mal dramatisch ändern kann. So viel zu eurem Erlebnishintergrund. Jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen. Der Monat beginnt mit der Sonne im Zeichen Jungfrau. Die steht jetzt für euch im 12. Haus der Spiritualität. Und die Liebesplaneten stehen im Löwen, sehr schön für die Waagesonne. Wir haben Mars und Mondknoten in der 3. Dekade und die Venus in der 1. Dekade des Zeichens Löwe, beide in einem guten Aspekt zur Waagesonne im Haus der Freundschaft. Weil der Mars dabei ist, kommt auch eine ziemliche Energie rein. Es kann also auch sein, dass es Auseinandersetzungen mit Freunden gibt, aber die Venus bringt eben auch wieder was Verbindendes rein. Also ich denke mal, die Waagen der 1. Dekade werden da eher halt diese schöne Venus-Energie spüren, die der 3. Dekade vielleicht mehr Auseinandersetzungen und Herausforderungen. Und dann haben wir am 3. September dann auch die Konstellation, dass sich Merkur und Mars verbinden. Und da muss man aufpassen, was man sagt. Man hat da eine scharfe Zunge. Es kann auch sein, dass Freunde von euch vielleicht sich etwas im Ton vergreifen und es mögen ja Waagen gar nicht. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr da einfach ein bisschen tolerant sein würdet und bedenken würdet, dass diese Spannung einfach in der Luft liegt und dass es vielleicht auch andere nicht gar so arg meinen, wie ihr vielleicht denkt. Genau. Dann am 4. September beginnt die Venus hier im Löwen den Eintritt in die 2. Dekade. Am 5. September, auch wichtig für euch, geht der Mars dann aus dem Löwen ins Zeichen Jungfrau und versteckt sich dadurch so ein bisschen. Das 12. Haus ist ja das Haus der versteckten Feinde. Wenn man da also den Mars drin hat, kann es eben auch sein, dass jemand hinterm Rücken irgendwas gegen einen betreibt. Müsstet ihr vielleicht auch noch mal in eurem individuellen Horoskop gucken, wie das da für euch steht. Aber für die Waage-Aszendenten könnte das eben auch der Fall sein. Für manche ist es aber auch einfach nur, dass sie sich dann ein bisschen schlapper fühlen, mehr Schlaf brauchen, weil die Marskräfte so ein bisschen zurücktreten. Aber es aktiviert eben auch eure spirituellen Kräfte und eure innere Stimme. Und das ist ja dann wieder gut. Dann haben wir am selben Tag die Sonne, auch für euch in 12, in Opposition hier mit dem Neptun. Das sind Tagträume, das sind unklare Situationen bei euch eventuell im Job. Es kann aber auch eine unklare Gesundheitssituation sein. Also wenn ihr da zum Beispiel eine Diagnose kriegt, mit der ihr nicht einverstanden seid, dann solltet ihr auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen. Und dieser Aspekt geht dann über in den Vollmond. Der ist am Mittwoch, den 6. September, morgens um 9:02 Uhr und auch auf dieser Achse heilen und arbeiten. Und die Themen dieses Vollmonds sind Romantik, Täuschung und Mehrfachbeziehungen. Da müsst ihr jetzt mal gucken, inwiefern das auf euch auch zutrifft. Natürlich, viele Waagen sind eben einfach Beziehungsmenschen, haben auch viele Beziehungen. Und da kann es eben um diesen Vollmond rum vielleicht auch zu Verwirrung kommen. Aber es kann für euch auch ein sehr spiritueller Vollmond sein, bei dem auch Heilung möglich ist. Ja? Also von daher sehe ich das durchaus ganz positiv für euer Zeichen. Außerdem am 6. September auch noch wichtig, der Merkur wird direktläufig im Löwen und das, wie gesagt, im guten Aspekt zur Waagesonne, vor allen Dingen für die 3. Dekade ist das fein. Wenn es also wirklich Stress mit Freunden gegeben haben sollte, dann könnt ihr das dann klären. Ne? So, dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden und der ist am
9., am Samstag, den 9. September. Ist ein sehr schöner Tag, da haben wir hier diese Drachenfigur, die zeigt genau bei euch ins erste Haus. Da seid ihr also in eurem Element, ihr könnt Beziehungen stiften. Das geht ja hier, guter Aspekt, ins Haus der Freunde. Ihr könnt natürlich selber auch Beziehungen finden. Und das ist eine Zeitqualität, die dürfte euch sehr gefallen, der 9.9. Und auch, das ist auch sehr gut, um sich mit Freunden zu treffen. Ja, am 10. September haben wir dann wieder einen interessanten Übergang. Da ist nämlich der Merkur dran. Der geht dann in die Jungfrau und damit auch in euer 12. Sonnenhaus. Eventuell bedeutet das eben auch dann spirituelle Botschaften aus der geistigen Welt, wenn ihr damit in Verbindung steht. Außerdem beginnt die Venus dann, die hier oben ja im Löwen steht, schon ihren Eintritt in die dritte Dekade. Die bewegt sich da also recht schnell durch. Und dann haben wir vom 13. bis zum 19. September die schöne Flirtphase. Und das ist natürlich super für euch, weil die Venus aus dem Löwen heraus lauter fantastische Aspekte bilden wird. Macht einen guten Aspekt zu Saturn, zu Jupiter und zum Schluss dann auch noch zu Uranus und auch zu Lilith. Das heißt, die beiden Göttinnen vertragen sich dann auch mal. Das ist also absolut super für euch, weil die Venus eben eure Herrscherin ist und in dieser Zeit auch noch im Löwen steht. Und da ist ein besonderer Top-Tag für euch, der 14. September, denn da verbindet sich jetzt die Venus mit dem Mondknoten auch noch. Und das ist einfach super, um neue Verbindungen zu knüpfen. Und das wird für euch wahrscheinlich bedeuten, dass ihr auch euer Netzwerk erweitern könnt und auch Leute treffen, die euch beruflich weiterbringen. Dann habe ich noch zwei Top-Tage in dieser Zeit, dieser Venus-betonten Zeit, nämlich Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September. Das ist ein Party-Wochenende. Toll auch für Treffen im Freundeskreis und super Flirtmöglichkeiten für Singles der dritten Dekade. Und Wagen, die gerne schreiben, sind dann besonders inspiriert. Da ist ja auch dann noch der Mond im Löwen. Dann haben wir am 20. September den Neumond in der Jungfrau. Und die Themen, hatte ich ja gesagt, Fakten erkennen, sich neu organisieren, Geheimnisse klären. Und es ist eine gute Zeit für Coaching und Beratung. Und das betrifft jetzt bei euch spirituelle Themen und Heilung und Gesundheit. Da könnt ihr euch jetzt gut beraten lassen und eventuell über eine Veränderung nachdenken, wie ihr mehr Spiritualität in euren Alltag holen könnt. Ebenfalls am 20. September tritt ja auch noch dann die Venus in die Jungfrau ein, auch bei euch ins 12. Haus. Das könnte so etwas bedeuten wie Begegnungen mit liebevollen Lichtwesen, ne, wenn ihr an sowas glaubt, oder auch einfach Beziehungen, mit denen ihr eure Spiritualität stärken könnt. Dann haben wir noch interessante Aspekte zwischen dem 20. und 22. Da wird dann der Merkur eine Konstellation mit Neptun eingehen und anschließend mit Pluto. Das ist eine starke Verführungskraft, starke Überzeugungskraft. Und für euch kann es bedeuten, weil es eben in den spirituellen Bereich geht, dass ihr tiefe Eingebungen aus der geistigen Welt bekommt und die Möglichkeit, euch mit eurer inneren Führung zu verbinden. Und wenn ihr Eingebungen habt, solltet ihr die unbedingt aufschreiben. Dann das nächste Highlight für euch am 22. September um 22:02 in diesem Jahr tritt die Sonne ins Zeichen Waage ein, in euer Zeichen. Dann haben wir die Tag- und Nachtgleiche und den Herbstanfang. Das ist natürlich super für euch, denn jetzt folgen 4 Wochen hier mit viel Vitalkraft und Ausstrahlung, wenn die Sonne durch euer erstes Sonnenhaus läuft oder auch für die Aszendenten durchs erste Haus. Für den Rest des Monats jetzt erstmal besonders für die erste Dekade. Dann haben wir die Phase der erotischen Spannungen, die beginnt am 22. und geht dann bis zum 30. Da haben wir nämlich erst den Mars mit Neptun, das ist sehr verführerisch. Dann wird die Venus in die Opposition zu Neptun gehen. Das ist für euch, das kriegt ihr auch voll mit, weil ihr ja ein Venuszeichen seid. Sehr, sehr, sehr romantisch. Und natürlich für euch besonders spannend, Jupiter-Uranus in Spannung auf eurer Beziehungsachse. Das ist dann vor allen Dingen für Waage geborene der dritten Dekade nochmal eine starke Flirtenergie. Ja, und die Venus wird jetzt auch langsam wieder heißer, weil sie sich hier auf den Mars zubewegt. Und die beiden treffen sich ja dann am 5. Oktober. Und das eben in eurem Zeichen. Und das werdet ihr bestimmt auch deutlich spüren, selbst wenn sie für euch im 12. Haus steht, einfach weil ihr in Resonanz mit den Venuskräften steht. Und gleichzeitig haben wir ja dann auch den Effekt, dass Pluto wieder direktläufig wird, ne?
Und dadurch wir auch die ganze Zeit so eine unterschwellige sexuelle Spannung haben. Es besteht ein Interesse an Drama und man möchte die Schmerzgrenze ausloten. Ne? Viele Wagen haben ja auch Planeten im Skorpion und sind auch durchaus an solchen Sachen interessiert. Aber das kann für euch unter Umständen auch kritisch werden, wenn in Beziehungen Geheimnisse nicht geklärt sind oder wenn man sich nicht darüber einig ist, was man sich sexuell wünscht. Vertrauen und Offenheit sind dann besonders wichtig für euch. Und dann habe ich noch einen Top-Tag zum Schluss des Monats. Das ist der 30., wenn der Merkur in die Waage geht, in euer erstes Haus. Und dann haben wir hier sehr schön den Mond im Wassermann im fünften Haus der Lebensfreude. Ein sehr schöner Tag, um euren Geburtstag zu feiern. Viele interessante Leute werden sich um euch versammeln. Ja, das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorff.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Und wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil, postet mir bitte hier einen netten und interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope bringen oder auch was ich besser machen könnte und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auch ruhig noch mal das Special Folge deinem Herzen an über den aufsteigenden Mondknoten im Löwen. Also ihr Lieben, alles Gute mit den Sternen.